Menschen haben unterschiedliche Haut-, Haar- oder Augenfarben. Ein Chinese sieht anders aus als ein Afrikaner oder Europäer. Etwa vor 150 Jahren beginnt man in Europa, die Menschheit in Rassen einzuteilen. Die Natur habe gute und schlechte Rassen hervorgebracht. An der Spitze dieser Hierarchie sah sich die weiße Rasse. Herr oder Sklave, das sei keine Frage der Macht, sondern der Biologie, der Rassenzugehörigkeit. Das unterschiedliche Aussehen von Menschen wird nicht nur festgestellt, sondern auch bewertet. Aus Ungleichartigkeit wird Ungleichwertigkeit. Der moderne Rassismus beginnt mit den Entdeckungen des britischen Naturforschers Charles Darwin. Mit der Vererbungslehre Darwins glaubten die Rassenideologen des 19. Jahrhunderts, Rassismus auch wissenschaftlich begründen zu können. Das Recht des Stärkeren. Fressen oder gefressen werden. Grundlage der rassistischen Ideen im 19. Jahrhundert war ein falsch verstandener Darwinismus. Nicht der Stärkere, so Darwin, sondern der Angepassteste sei im Kampf ums Dasein erfolgreich. Die Mitglieder einer Art, die sich am besten an ihre natürliche Umgebung anpassen können, werden den höchsten Fortpflanzungserfolg haben. Natürliche Selektion, Natural Selection, nennt Charles Darwin diesen Prozess. Dies sei der eigentliche Motor, der die Evolution vorantreibt. Das Museum of Natural History in London. Einer Kathedrale gleich wird dieses Zentrum der britischen Naturkunde errichtet. In ganz Europa entstehen Ende des 19. Jahrhunderts diese Tempel der Naturwissenschaften. Es herrscht Aufbruchstimmung. Die Theorie von Charles Darwin über die Entstehung der Arten kommt einer Revolution gleich. Eine völlig neue Weltsicht ist geboren. Die Entstehung der Arten sei nicht Gottes Werk, sondern das Produkt der Evolution. Und auch der Mensch sei Teil dieses Prozesses. Ein biologisches Wesen mit nahen Verwandten in der Tierwelt. 20 Jahre liegen zwischen diesen beiden Fotos von Charles Darwin. Sein ganzes Leben hat der Naturforscher einer Frage gewidmet. Warum hat die Natur diese enorme Artenvielfalt hervorgebracht? 1859 ist es dann endlich soweit. Charles Darwins Buch »Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl« wird veröffentlicht. Dieses Buch revolutioniert den Blick auf die Entstehungsgeschichte der Menschheit, ja, auf die Natur insgesamt. In der Natur herrsche ein stetiger Kampf ums Dasein. In diesem Streben nach Optimierung setze sich nur der Fitteste durch. Diesen Prozess nennt Charles Darwin »The Survival of the Fittest«. Dies sei der Motor, der die Entwicklung der Artenvielfalt in der Natur vorantreibt. Ob Mikroorganismus oder Säugetier, das Prinzip fit oder unfit bestimme das Überleben einer Spezies. Survival of the fittest, das heißt, das Überleben derjenigen Individuum, die an ihre Umgebung am besten angepasst ist. Man darf fittest nicht übersetzen, wie es fälschlich vielfach passiert ist, mit dem Überleben des Stärkeren. Die Pflanze, die mit wenig Wasser auskommt, ist nicht stärker als die, die viel Wasser braucht. Fit hat auch nichts mit Fitnessstudio zu tun, wo man sich dicke Muskeln anschafft. Es ist einfach die Angepasstheit an eine bestimmte Umgebung. Wie dieser Anpassungsprozess aussehen kann, zeigt uns der deutsche Wissenschaftler und Insektenspezialist am Museum of Natural History in London, Dr. Frank Thomas Krell. Wir sehen, dass es Tiere gibt mit sehr großen Hörnern und Tiere mit sehr kleinen Hörnern. Das sind alles Männchen ein und derselben Art. Und die Männchen kämpfen miteinander. Die Männchen kämpfen miteinander um Weibchen. Und man kann sich vorstellen, dass die Männchen mit den großen Hörnern immer erfolgreicher im Kampf sind. Die großen Männchen kämpfen gegen die kleinen Männchen und gewinnen immer. Aber die großen Männchen sind so aggressiv, dass sie selbst die Weibchen vernachlässigen, nur um mit einem anderen Männchen zu kämpfen. Die kleineren Männchen hingegen sind weniger aggressiv. Es würde ihnen auch nichts bringen, weil sie immer verlieren würden.
Sie warten also ab, bis die großen Männchen miteinander kämpfen und sind dann beim Weibchen erfolgreich. Und so hat sich im Laufe der Zeit eine Variabilität erhalten, die zeigt, dass nicht unbedingt der Stärkere der Fitteste ist, sondern dass es mehrere Strategien gibt, sehr viele Nachkommen zu erzeugen. Ende des 19. Jahrhunderts machen sich in ganz Europa Wissenschaftler daran, Darwins Theorie von der natürlichen Selektion auch auf die Menschheit zu übertragen. Biologie oder Kultur? Was ist erlernt und was ist vererbt, waren hier die großen Fragen. Und als Darwins Theorie nun veröffentlicht war, da gab es verschiedenartige Reaktionen. Es gab heftige Ablehnung, es gab aber auch starke Befürwortung. Und unter den Befürwortern waren nicht nur die Biologen, sondern waren auch Leute, die Darwins Theorie als eine Art Weltanschauung aufgefasst haben und haben diese Theorie auf den Menschen und nicht nur auf den Menschen als biologisches Wesen, sondern auf den Menschen in der Gesellschaft, auf das Kulturwesen, auf das Geschichtswesen Mensch übertragen, auf die politischen Verhältnisse übertragen. Und haben versucht, in die Geschichte, die Politik, die Kultur darwinistisch zu deuten. Das hat Darwin so in dieser Form sicherlich nicht beabsichtigt. Francis Galton, ein Vetter Darwins und Begründer der Eugenik, versucht in einer groß angelegten Studie zu beweisen, dass Hochbegabung vererbbar ist. Wie viele andere tritt auch Galton dafür ein, das Erbmaterial der Menschheit durch Züchtung zu verbessern. Die Fortpflanzung von Kranken und Behinderten soll verhindert, die von vermeintlich gesunden und besonders begabten Menschen gefördert werden. Darwins Theorie vom Kampf ums Dasein wird auch für die Rechtfertigung der kolonialen Eroberungen der Europäer benutzt. Die Unterwerfung und Ausbeutung ganzer Kontinente wird als das biologisch begründete Recht der überlegenen Rasse deklariert. Die europäischen Kolonialherren sehen sich dabei als Zivilisatoren, denen wilde Menschen auf der untersten Stufe der Evolutionsskala gegenüberstehen. Ja, man hat gesagt, die Tatsache, dass die Europäer die überlegene Kultur haben, und zwar überlegene Kultur bis hin zur überlegenen Kriegstechnik etwa, die ist ein Indiz dafür, dass die eben im sozusagen Kampf ums Dasein, Kampf ums Überleben überlegen sind und die bessere biologische Ausstattung haben. Und dass die anderen Völker, schwarze, gelbe, rote Völker, eben die Unterlegenen sind. Und aus der Tatsache, dass man den militärisch überlegen war, hat man geschlossen, dass man auch biologisch überlegen sei. Und das ist natürlich ein Fehlschluss. Exakt widergespiegelt findet sich die Einteilung der Menschheit in Kultur, Völker und Primitive in den sogenannten Völkerschauen, die Ende des 19. Jahrhunderts in allen großen europäischen Städten zu sehen sind. Menschen werden im Zoo oder im Zirkus ausgestellt. Völkerschauen sind die absoluten Publikumsmagneten dieser Zeit. Allein die erotisch aufgemachte Samoa-Karawane sehen über 300.000 Menschen. Fernweh, Exotik, aber auch pure Schaulust treibt ein Massenpublikum in diese Vorstellungen. Marktführer ist hier der Hamburger Tierparkunternehmer Karl Hagenbeck. Bei Hagenbeck in Hamburg werden Feuerländer und Lappen, Indianer und Nubier dem neugierigen Publikum als primitive, als unverfälschte Naturmenschen vorgeführt. Die Berliner Charité, eines der berühmtesten Krankenhäuser in Deutschland. Auch in Deutschland wird die Entstehungsgeschichte und die Physiognomie der Spezies Mensch erforscht. Es wird gesammelt, gemessen und klassifiziert. Führend auf diesem Gebiet ist der deutsche Mediziner Rudolf Virchow. Virchow wird 1856 zum Direktor des Pathologischen Instituts an der Charité ernannt. Aus allen Kontinenten werden Skelette und Schädel zusammengetragen.
Von der sogenannten Virchow-Sammlung, die heute vom Anthropologischen Institut der Humboldt-Universität betreut wird, sind noch über 3000 Individuen, Sachzeugen, wie sie von den Anthropologen genannt werden, erhalten. Er wollte dokumentieren. Virchow war ein sehr vorsichtiger Mensch, der alles das nur an Behauptungen gelten ließ, was sich auch wirklich beweisen ließ. Und menschliche Vielfalt, das kann man natürlich, das ist augenfällig. Aber wenn man den Beweis antreten muss, ist das schon ein bisschen schwieriger. Um exakte Mess- und Vergleichsdaten zu erhalten, werden spezielle Messgeräte und Messmethoden entwickelt. Ich will Ihnen das ganz kurz demonstrieren. Mit einem Gleitzirkel, mit einem Tasterzirkel wird die größte Schädellänge gemessen, die definiert ist durch zwei Punkte. Gängige wissenschaftliche Auffassung im 19. Jahrhundert ist es, die Menschheit in primitive und Kulturvölker einzuteilen. Sehr verbreitet ist die Vorstellung, äußerliche Merkmale wie etwa eine stark vorstehende Stirnpartie als engere Verwandtschaft zum Urmenschen, zum Hominiden zu deuten. Eine abwegige Position, der auch schon Rudolf Virchow nicht folgen will. Messen bringt Ergebnisse, dokumentiert Sachverhalte. Wenn ich aber unter ideologischen Gesichtspunkten biologische Sachverhalte angehe, dann habe ich in der Regel einen Standpunkt, der auf Bewertung aus ist. Ja, im Sinne von Ungleichwertigkeit. Ungleichartigkeit, das ist gegeben. Aber Ungleichwertigkeit, ja, dass eben gesagt wird, weil du keine blauen Augen hast, bist du keiner, der zu uns gehört. Das ist eine ganz eindeutige Bewertung. Und sie wird umso verheerender, und das ist ja nun letzten Endes passiert, wenn man damit ableitet, ob Leben erlaubt ist oder nicht. Das ist eine ganz fürchterliche Angelegenheit. Eine Anmaßung sondersgleichen. Gibt es eine deutsche Rasse? 1874 leitet Rudolf Virchow eine Untersuchung, die dieser Frage nachgeht. 7 Millionen Schulkinder im Deutschen Reich werden auf rassische Merkmale hin untersucht. Das Ergebnis, eine deutsche Rasse, also Menschen mit einem weitgehend einheitlichen körperlichen Erscheinungsbild, gibt es in Deutschland nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Virchow distanzierte sich ganz wesentlich von dieser Behauptung des arischen, blonden, großen deutschen Typus, da er vor allem anhand solcher statistischen Untersuchungen feststellte, dass eine Rasse keine Einheit war, dass der Begriff Rasse eigentlich schon gar nicht auf eine Nation anwendbar sei, da ein breites Spektrum verschiedener somatischer, physiognomischer Merkmale beinhaltet. Virchow konnte anhand dieser statistischen Untersuchungen auch feststellen, das lässt sich an dieser Karte eigentlich ganz schön erläutern, anhand der Augenfarbengegenüberstellung, dass an Flussläufen, an großen Flüssen, beispielsweise Rhein oder Donau, ein Gemisch von dunklen und hellen Augen oder Haartypen vertreten war, was sich dadurch erklären lässt, dass an guten Verkehrsadern oder großen Städten eine größere Bevölkerungsfluktuation und damit ein breiteres Gemisch von verschiedenen physiognomischen Merkmalen waren.